Die Strahlentherapie ist eine onkologische Therapie in der Tumorbehandlung. Mit Strahlen behandelt man den Tumor, indem man DNA-Schäden provoziert, die Tumorzellen klassischerweise nicht reparieren können, während normale Zellen sich von den Schäden wieder erholen können. Und das ist auch der Hintergrund dafür, wieso man die Strahlentherapie in kleine einzelne Fraktionen unterteilt, nämlich pro Tag ein bisschen gibt, sodass sich zwischen den einzelnen Behandlungen das Normalgewebe auch wieder regenerieren kann. Das ist eigentlich der Grund, wieso die Strahlentherapie auch als Serienbehandlung bezeichnet wird, meistens über mehrere Wochen hinweg. Die Strahlentherapie ist ein integraler Bestandteil der onkologischen Therapie in der Tumorbehandlung. Sie kann kombiniert werden mit einer Systemtherapie, also sprich Chemotherapie, Immuntherapie oder aber auch mit einer antihormonellen Therapie. Sie kann vor einer Operation oder nach einer Operation erfolgen. Vor einer Operation dient die Strahlentherapie zur Tumorverkleinerung, um den Tumor dann möglicherweise besser operieren zu können. Nach der Operation ist das Ziel, um zu verhindern oder das Risiko zu verkleinern, dass der Tumor an dieser Stelle wiederkommt. Man kann die Strahlentherapie von innen und von außen durchführen. Das sind dann unterschiedliche Techniken. Die Bestrahlung von innen ist klassischerweise die Brachytherapie. Brachy heißt immer kurz, das heißt der Abstand zur radioaktiven Quelle zum Tumor ist sehr klein. Es gibt Statistiken, die zeigen, dass 70-80% der Tumorpatienten im Rahmen ihrer Erkrankung einmal einer Strahlentherapie bedürfen. Das kann in der kurativen Situation sein, das heißt, wenn die Heilung das Ziel ist, aber auch in der palliativen Situation zur Symptomlinderung. In der Onkologie gibt es kaum eine Tumorentität, die der Strahlentherapie nicht zugänglich ist. Also die meisten soliden Tumoren oder auch hämato-onkologischen Tumoren sprechen auf eine Strahlentherapie im unterschiedlichen Setting auch an.